Moin Leute, willkommen zum 11. Kapitel in unserer Reihe. Ja, das ist ganz schön kurz und knapp. Nichtsdestotrotz, der Vollständigkeit halber, wird es natürlich mit gezeigt. Hier haben wir nur zwei kleine, ja, Wege, die wir gehen müssen. Und zwar einmal ist das eigentlich nur eine Cutscene, wenn Chris halt stirbt bei der Rückkehr ins Jahr 1980. Das gibt auch eine Trophäe. Wie das genau funktioniert, seht ihr sonst auch im letzten Video. Und da gibt es ja auch noch ein extra Trophäenvideo zu. Also da gibt es auf jeden Fall reichlich Stuff. Genau, hier nochmal kurz eingeblendet. So erscheint sie dann wieder aus dem Portal. Also da ging wohl was mächtig schief bei der Rückkehr in das Jahr. Und ja, das ist auch dann die einzige Cutscene, die wir haben. Beziehungsweise den einzigen Weg, den wir da spielen können. Also recht, ja, ich sag mal, nicht verpassbar, wenn man eben den Weg wählt. Genau. Dann haben wir noch die zweite Reihe, und zwar einmal Chris kehrte zurück, und zwar komplett. Dann haben wir hier Maschinenraum, da gibt es auch wieder ein Relic und ein Schmuckstück. Und hier können wir uns natürlich entscheiden, wenn wir Jaime wiedersehen, schlagen wir ihn oder ja, machen wir es nicht. Wenn wir ihn schlagen, müssen wir das Quicktime machen oder durchführen. Wenn wir ihn nicht schlagen wollen, dann lassen wir es einfach auslaufen. Genau. Wenn euch das Video trotzdem geholfen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein! Hatte Angst. Was soll ich sagen?